So. Also, was hatten wir? Fun Fact: Wenn du hier beim Teppich stirbst, wird die Passage übersprungen. Und darf sich nicht in die angelegenen andere Welten einmischen. Ja, gut, das mag ich am liebsten. Wie Hades einfach keinen Bock auf das Ganze hat. Hades ein Hater. Und du hast ein neues Schlüsselschwert. Schau es dir an. Bye. Mann. Genau, da, ne? Zap, zap, zap. Wunder. Wunderschlampe. Die Wunderschlampe. Mein Gott. Irgendwas, was hier eigentlich cooler ist? Ja, die ist ein bisschen, die ist sogar... Achso, Protes, Protera ist vielleicht auch eine Stufe besser einfach, ne? Ja, cool. Den Rest behalte ich jetzt einfach erstmal so. Ich wollte eigentlich mal ins Tagebuch schauen, ne? Ich glaube, das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Einfach mal gucken. Geschichte, Wunderland, Arena, das Olympische Dunkel. Gut, das ist vielleicht erstmal nicht so interessant. Aber vielleicht doch. Ja, ich weiß nicht. Wie lange dauert es denn, den Scheiß zu lesen? Wie viel ist denn das so? Okay, 4 Seiten, das geht eigentlich. Ist jetzt die Frage, ob ich wirklich auch das mitlesen möchte. 3 Seiten. 3 Seiten. Links, rechts, wechselst du die Seiten? Oben fehlt die Seitenzahl. Geht, meinst du? Ja. Okay, ja, komm, Sora's Geschichte. Auf der Suche nach Kairi und König Mickey fliegen Sora und seine neuen Freunde mit ihrem Gummijet zu neuen Welten. Dort treffen sie immer wieder auf die dunklen Schatten, die sich ihnen in den Weg stellen. Im Wunderland scheint Alice für den ersten Moment gerettet, jedoch verschwindet sie auf geheimnisvolle Weise. Im tiefen Dschungel kämpfen sie gegen Claire. Achso, das ist alles hier in einem zusammen. Oder nicht? Ach, keine Ahnung. Im tiefen Dschungel kämpfen sie gegen Clayton, der sein Herz an die Herzlosen verlor. Mit Tarzans Hilfe finden sie ein geheimnisvolles Schlüsselloch, das Sora mit seinem Schwert versiegelt, worauf ihnen ein schimmernder Gummistein in die Hände fällt. Von Aerith erfahren sie, dass die Herzlosen über diese Schlüssellöcher die Welten befallen und das Versiegeln dieser ihnen Einheit gebieten könnte. Auch finden sie Rico wieder. Der scheint jedoch seinen eigenen Weg gehen zu wollen. Der gefundene Gummistein öffnet neue Routen, auf denen neue Welten besucht werden können. Ob sie in der nächsten Welt Kairi finden werden oder wartet sie gar König Mickey dort? Sicher ist, dass die Herzlosen keine Gnade kennen. Ja, nur ist eigentlich unwichtig. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich ziehe das jetzt durch. Einem weißen Kaninchen folgend stürzt Alice in einen Kaninchenbau und damit ins Wunderland, das von der Herzkönigin regiert wird. Ach, es ist quasi nochmal die Handlung der eigentlichen Filme. Herzkönigin regiert wird. Dort wird sie des Diebstahls besichtigt und vernommen. Dass im Wunderland nicht alles nach grünem Regen verläuft, leuchtet ein. Die hieb- und stichfesten Beweise werden vor Gericht eingereicht und überzeugen die Königin von Alice Unschuld. Und plötzlich steht Sora, na gut, stehen Sora und seine Freunde unter Verdacht und müssen gegen die loyalen Spielkartensoldaten kämpfen. Zwar können sie sie zurückdrängen, doch ist Alice in der Zwischenzeit verschwunden. Sora und seine Freunde begeben sich auf die Suche. Doch müssen sie erst den Stelzenknüppler besiegen. Aber auch nach dem Kampf bleibt Alice wie vom Erdboden verschluckt. Sora und seine Freunde zeigen wahren Heldenmut und stehen nun im Finale gegen Cloud, dem Söldner von Hades. Hades Ränkespiel hat natürlich Soras Eliminierung zum Ziel, weswegen ihm selbst sein Schoßhündchen Kerberos nicht so schade ist und er ihn auf Sora loslässt. Aber ein wahrer Held erscheint just im rechten Moment und durch Herkules können sich Sora und seine Freunde vorerst retten. Doch sie können Herkules nicht alleine gegen dieses Ungeheuer kämpfen lassen. Stellen sie im Höllen und besiegen ihn. Darauf zeichnet sie Phil als Junior-Helden aus. Um als wahre Helden hervorzugehen, müssen die kommenden Wettkämpfe ebenfalls erfolgreich bestritten werden. Jeder geschlagene Gegner lässt den Sieg ein wenig näher rücken. Stimmt, man kann ich da nicht weitermachen. Tiefer Dschungel. Auf der Suche nach Rico, Kairi und König Mickey stellt sich ihnen Clayton in den Weg, der sein Herz an die Herzlose verlor und eine Jane entführte. Auch hat er es auf Tarzans Familie, die Gorillas, abgesehen. Mit Hilfe von Tarzans tierischem Instinkt gelingt es Sora und seinen Freunden Clayton und den unsichtbaren Chamaesilisk in die Knie zu zwingen. Kerchak gewinnt wieder Vertrauen zu Sora und seinen Freunden und gewährt ihnen Zutritt in den verborgenen Teil des Dschungels. In der Höhle finden sie wieder ein Schlüsselloch und erhalten einen seltsamen Gummistein. Zwar haben sie weder Rico, Kairi noch König Mickey gefunden, doch wird der geheimnisvolle Gummistein neue Welten offenbaren. Sie verabschieden sich und setzen ihre Reise fort. Hier werden wir damit schon fertig. Ansem, warum steht dabei Dings immer noch neu? Ansem, Bericht 1. Mein Leben opferte ich der Wissenschaft, nur um den heißen Wissensdurst zu stillen, der mich innerlich zerriss. Jede neue Erkenntnis war ein himmlisches Gesäft, das mir samt die Kehle hinunterfloss. Mein Wissen soll den Frieden auf dieser Welt für immer wahren und niemand soll meine Absichten je hinterfragen. Das Volk nennt mich weise. Und doch gibt es Wissen, zu dem der Zugang mir verwehrt ist. Einen finsteren Ort, in dem das Dunkel schlummert, findet man in jedem Herzen. So sei es noch so rein und sauber. Was mag der Auslöser dafür sein, dass dieses schwarze Fleckchen zu einem üblen Gewürz heranwächst, das mit beängstigender Geschwindigkeit das Lichte rein erstickt?
Viel zu oft schon musste ich mit ansehen, wie das Dunkle die Oberhand gewinnt und dem Licht das Leben aushaucht. Finsternis, Dunkelheit. Sind sie der Vergänglichkeit unterlegen? Oder wären sie gar ewig? Wären sie gar ewig. Als Regent dieser kleinen Welt obliegt es mir, dies in Erfahrung zu bringen, damit ihren Einheit geboten wird. Bevor sie diese Welt mit ihrer Schwärze überschatten und den Frieden gefährden. Aha. Charaktere. Ach du Scheiße. Sora! Okay, eigentlich, was hast du letztes Mal gesagt? Vor allem die Endzimmerrätsel spannend und eventuell Charaktere. Ich bin enttäuscht. Es dauert 10 Sekunden, bis das, was ich geschrieben habe, bei dir steht. Was soll das denn? Nein, das ist einfach das, was im Spiel passiert ist. Wie man es auch aus anderen Spielen kennt. Ist nur abgekürzt. Behandlungen gibt es noch eine zweite Seite. Mann, Leon, einfach rechts. Ach so. Da ist auch nochmal eine zweite Seite. Ja gut, ich dachte, Agrabah kommt vielleicht erst dann. Ich habe schon gemerkt, dass Agrabah fehlt, aber ich dachte, das kommt dann vielleicht, wenn ich, wenn ich hier gleich weg bin. Um die Herrschaft über Agrabah zu erlangen, entriss Jafar Aladdin die Wunderlampe, führte Jasmin und suchte in der Höhle nach dem Schlüsselloch. Wir treffen auf Malefiz, die Jafar über die Bedeutung der 7 Prinzessinnen aufklärt. Sie besitzen die Kraft, das letzte Schlüsselloch zu öffnen. Den Befehlen seines Herrn widerwillig gehorchen, muss sich Genie auf einen Kampf mit Sora einlassen. Nach einem erbitterten Kampf können Sora und seine Freunde den zum Dämon mutierten Jafar bezwingen. Doch wieder fehlt von der gesuchten Jasmin jede Spur. Auch sie scheint entführt worden zu sein. Aladdin, der Genie aus dem Bann der Wunderlampe befreit, bittet ihn Sora mit seiner Kraft zu unterstützen. Gleiche war es auch, als du Leon Eintrag nicht gefunden hast. Ach so! Aha! Da ist er tatsächlich. Aber es sind echt viele, ne? Wie es alle lesen, das dauert halt schon ein paar Jahre gefühlt, ne? Das ist wahrscheinlich auch alles so. Ja. Sora, ein fröhlicher, aufgeweckter Junge, der sich auf die Suche nach Kyrie begibt. Nachdem die Herzlosen seine Heimat überfielen. Das mysteriöse Schlüsselschwert zur Hand, dessen Geheimnis noch ungelüftet ist, kämpft der Wacker gegen die dunkle Macht der Herzlosen an ihm, die auf seiner Reise in die Ungewissheit den Weg versperren. Riku war ein Freund und Rivale von Sora. Seit dem Untergang der Insel war er spurlos verschwunden, taucht jedoch plötzlich wieder auf. Genau wie Sora sucht auch er nach Kairu, für ihn jedes Mittel recht ist. Statt sich Sora und seinen Freund anschließen, geht er einen dunklen Pakt mit der bösen Malefiz ein und versucht so, Kairu wiederzufinden. Kyrie lebte zusammen mit Sora und Riku auf der Insel des Schicksals. Zu dritt bauten sie ein Floß, das ihr Abenteuer als ungewiss einläuten sollte. Ein gewisses Unbehagen schien sie jedoch kurz vor der Reise zu plagen. Nach dem Untergang der Insel fehlt auch von ihr jede Spur. Obwohl der schwache Lichtschimmer in ihrem Herzen Sora zu ihr führen wird. König Mickey. König auf... Wie sieht Mickey wo aus? König Mickey, König auf Schloss Disney, spürte die böse Macht, die von der hereinbrechenden Dunkelheit ausgeht und brach auf, um Nachforschung anzustellen. Sein Aufenthalt ist unbekannt. Er scheint das Geheimnis des Schlüssels zu kennen und beauftragt Donald und Goofy, den Meister des Schlüssels, zu finden. Donald Duck, Hofzauberer im Dienste des Königs, erfahren im Umgang mit Magie, aber oft unbeherrscht und stur. Er und Goofy sind im Gummijet auf der Suche nach König Mickey und begleiten Sora, den Meister des Schlüsselschwerts, wie König Mickey es befohlen hatte. Die kluge kleine Henne. Okay. Goofy, Hauptmann der Ritter am Hofe. Ein friedlicher Geselle, der nur ungern kämpft. Gemäß seines Ritterkodex steht bei ihm die Treue zu seinem König an erster Stelle. Ist mit Donald im Gummijet unterwegs, um König Mickey zu suchen. Dem Befehl seines Königs folgend, schloss er sich die Meister des Schlüsselschwerts an, um so seinen König zu finden. 2 Wochen Ferien. Was? Minnie Maus, Königin auf Schloss Disney und Herrscherin in Mickeys Abwesenheit. Sie bat mich, Jiminy Cricket, Donald und Goofy als Kundis zu begleiten. Sie macht sich große Sorgen um König Mickey und hofft, dass ihm nichts passiert ist. Mickeys Überraschungsparty. Daisy Duck, Donalds Freundin. Sie hilft Minnie, während die anderen nach König Mickey suchen. Donald würde alles für sie tun, nur sie kann diesen Hitzkopf abkühlen. Ein Tänzchen mit Daisy. Warum steht das da? Pluto, Mickeys freier Hund, der mit seinem Herrn durch dick und dünn geht. Pluto ist mit den anderen unterwegs, um Mickey zu suchen. Ob er mit seiner berühmten Spürnase seinen Herrn finden wird? Pluto Junior. Chip, einer der Techniker bei Hof. Er hilft, den Gummijet zu warten, der überhin fliegen kann. Chip ist pfiffiger und ernsthafter als sein etwas begriffsschlüssiger und verspielter Partner Chap. Chip und Chap auf hoher See. Chap, Techniker im Wartungsteam für Gummijets, mit denen man zu jedem Ort fliegen kann. Fliegen mit dem ernsteren Chip geht Chap locker an alles heran. Auf hoher See. Tick, einer von Donalds 3 Leffen. Tick ist der Anführer der Trick und Track sagt, wo es lang geht. Man erkennt ihn an seiner roten Mütze. Kurz ist super Augen mit Donald. Trick, einer von Donalds 3 Neffen. Er ist ein Schwarzvogel und trägt eine blaue Mütze. Lebt mit seinen Brüdern im Itemladen der Stadt Traverse. Truck, einer von Donalds 3 Neffen. Wohnt mit seinen Brüdern im Itemladen der Stadt Traverse. Gutmütig und unbekümmert, aber aufmerksam. An seiner grünen Mütze ist er leicht zu erkennen. Merlin, ein großer weiser Zauberer, der am Stadtrand von Traverse lebt. Merlin unterweist Sora und seine Freunde der Kunst der Magie. Er hat eine geheimnisvolle Tasche, in die alles hineinpasst, egal wie groß. Die Hexe und der Zauberer, das steht sogar der Filmname mal. Ach, ist es quasi so das, wo die herkommen?
Ich meine eigentlich, gut, vielleicht gibt es einen Film, der heißt Fünf Sterne auf See. Das eigentlich kannst du nach dem Tagebuch auch noch shoppen gehen und dann ist der Part eventuell rum. Ja, das hatte ich ja auch vor. Einfach mal so eine Zwischenfolge. Da fliege ich die Charaktere nur. Geht schneller. Nö, war ein Freund. Spam. Da steht dann immer, wo der erste Auftritt der Figur war. Ah, wo steht Pluto eigentlich? Ich finde es schön, dass du alles siehst. In den Zwischenladen musst du zum Shoppen. Ja. Okay. Die gute Fee, eine mächtige, aber gutherzige Fee, die Sauron und seinen Freunden hilft. Etwas zerstreut, aber eine Expertin in Sachen Magie. Sie lehrt Sauron in anderen Magie und gibt Tipps für die Reise. Wahrscheinlich, wenn die zum Beispiel so Minimaus oder Daisy wieder ein Tänzchen mit Daisy. Wahrscheinlich ist das quasi so diese, ich nenne es mal, ja eben, ich wollte gerade sagen, Königin Daisy ist es ja nicht. Aber, so in dieser Ausführung, so wie sie aussieht. Wahrscheinlich gab es da immer irgend so einen Disney-Film, wo die einfach alle irgendwie so waren, König und so und so königlichen Hofe lebten. Vielleicht war das dann so. Ich weiß es nicht. Pongo. Ein mutiger und kluger Dalmatiner. Zusammen mit Perdi kümmert er sich um 99 gepunktete Welpen. Der listige Pongo schafft es immer wieder zu entwischen, wenn er in der Klemme steckt. Perdi, eine hübsche Dalmatinerhündin. Mit der Hilfe von Pongo kümmert sie sich um 99 Dalmatinerwelpen. Perdi würde gerne Gefahr auf sich nehmen, um ihre Fleckenkleinen zu... Würde jede gerne. Jede Gefahr auf sich nehmen, um ihre Fleckenkleinen zu beschützen. Keine Ahnung, Dalmatiner. 99 Welpen. Pongos und Perdis Welpen. Vorsicht, gemeinsam sind sie kaum zu besiegen. Seit ihre Welt von der Dunkelheit verschluckt wurde und sie von ihren Eltern getrennt wurden, setzen sie alles daran, wieder zu ihnen zurückzukehren. Besen. Besen. Zauberbesen, die ein Eigenleben führen. Sie machen sauber, halten den Gummijet in Schuss, erledigen Reparaturen und helfen im Haus. Sie sendet sich. Der Zauberlehrling. Aha, sagt mir jetzt nichts. Leon. Sein wahrer Name ist Squall Leonhard. Eigentlich heißt er im Spiel Lionheart, mit ihm meine ich. Ein kühner Kämpfer, der die wuchtige Gunblade sein eigen nennt. Floh in die Stadt Traverse, nachdem die Herzlosen seine Heimat zerstörten und nennt sich seitdem Leon, um sich von seiner Vergangenheit zu trennen. Auf der Spur der Herzlosen traf er auf König Mickey, der seinerseits das Geheimnis des Schlüssels zu lüften versuchte. Aus der Chronik von Final Fantasy 8. Yuffie suchte ebenfalls in der Stadt Traverse Zuflucht, nachdem die Herzlosen ihre Heimat in Schutt und Asche gelegt haben. Wutai. Haha. Stets gut gelaunt und fröhlich lässt sie sich nie unterkriegen. Mit Aerith und Leon ist sie dem Rätsel des Schlüssels auf der Spur. Aus der Chronik von Final Fantasy 7. Aerith. Als kleines Kind flüchtet sie in die Stadt Traverse. Hinter ihrer Gelassenheit verbirgt sich ein starker Wille und sie scheint von einer geheimnisvollen Prädestination geleitet zu werden, mit der sie eine mysteriöse Anziehungskraft auf andere auszuüben scheint. Mit Yuffie und Leon untersucht sie das Geheimnis der Herzlosen und des Schlüssels. Aus der Chronik von Final Fantasy 7. Cloud, ein Söldner, der im Dienst der Hades stand und in der Arena des Olymp seinen Auftritt hatte. Sein Herz hatte er jedoch nicht an die dunkle Seite verloren. Die dunkle Seite. Ein eher wortkarger und schwieriger Typ, der deswegen von den meisten Menschen unverstanden bleibt. Ja, genau wie Final Fantasy 7. Was er sucht, ob er es bereits gefunden hat oder worin er seine Bestimmung sieht, steht in den Sternen. Final Fantasy 7. Sid ist in der Stadt Traverse ansässig und stolzer Besitzer eines Accessoireladens. Er ist nicht nur ein kompetenter Ingenieur, sondern auch ein begnadeter Pilot. Gummijets sind seine Spezialität. So ist es nicht verwunderlich, dass er mit einem selbstgebastelten Jet den Herzlosen entfloh und in Stadt Traverse Zuflucht suchte. Tidus, ein Junge mit gesundem Selbstvertrauen, der vor Energie nur so strotzte, sah sich meist in allem überlegen. Auch er gilt als verschollen, nachdem die Insel des Schicksals in der dunklen Macht der Dunkelheit verschwand. Aus der Grund waren wir 10. Selfie, ein aktives und lebensfrohes Mädchen, das auf der Insel des Schicksals lebte. Ehrgeizig wie sie war, verlor sie höchst ungern, aber oft zeigte sie auch von ihrer romantischen Seite. Nach dem Untergang der Insel fehlt auch von ihr jede Spur. Wacker lebte wie Sora und die anderen auf der Insel des Schicksals. Unter Soras Freunden war er zwar der Älteste, aber in keinster Weise angeberisch, sondern war immer um das Wohlergehen seiner Freunde bedacht. Nach dem Untergang der Insel ist auch er verschollen. Aus der Freundin meinen sie hin. Die Mockries. Als die Herzlosen ihre Heimat besetzen, flohen sie hastig in die Stadt Traverse. Sie sind gewiefte Schmiede, die verschiedene Items zusammenspielen und ein neues Item kreieren können. Final Fantasy 3 kam mir also das erste Mal vor. Ansem, ursprünglich ein Mann der Wissenschaft, der das Geheimnis der Welten und die Herzlosen erforschte. Es heißt, dass er seine Kenntnisse in den mysteriösen Ansem-Berichten niederschrieb. In seinem geheimnisvollen Verschwinden verlieren sich jedoch auch die Spuren jener Berichte im Dunkeln. Malefiz, eine böse Fee mit ungeheurer Macht, die Anführerin der Schurken, die sich der Macht der Dunkelheit bedient. Mit einem Trick hat sie Riku zu ihrem Gehilfen gemacht und benutzt ihn für ihre finsteren Pläne. Aus dem Dornröschen. Okay, man könnte ja vielleicht, wie sind denn Charaktere? Oh, ganz schön viele. Dann können wir ja vielleicht das später machen. Wir haben jetzt die ersten zwei oder den ersten Pack abgeschlossen, machen wir den Pack, zweiten Packen später. 1, 2, Martina. Naja, das ist einfach nur das. Cryotex. Was bedeuten die Zahlen? 7 von 17, 3 von 6, 0 von 9? Wahrscheinlich, ne?
Wobei natürlich jetzt auch nur noch das fehlt. Egal, machen wir trotzdem später, würde ich sagen. Ist jetzt ein bisschen viel. Charaktere 1 wird aber noch aktualisiert. Okay. Ja, egal. Trotzdem. Also ich bin 15 Minuten. Ich will jetzt noch shoppen. So lange kann ich auch nicht mehr reden. Daher speichere ich mal wieder ab. So, Yumi jetzt. Ja. So, wie ist das? Ah ja. Wunderlampe. Sollten wir besuchte Welten nochmals erkunden. Wollte ich auch, was war das? So ein Zeichen. Gehör? Ja. Aha. Ob diese verlorenen Seiten zu Merlins Buch gehört? Donnerwetter, da sollten wir sie ihm vorüberbringen. Gehör? Ja. Okay, ist ja gut. Sag, ich hab Warp gedrückt, ne? Was? Machen wir jetzt mal Accessoire laden. So, hier war das, ne? Genau. Aha. Alter, Pinocchio. Well, well, as I live and breathe, if it isn't Pinocchio. Oh, hi, Jiminy. What in the world are you doing down here? Playing hide and seek. I just don't believe it. And here I was, up all night just worried sick about you. Why of all the... Pinocchio! Pinocchio, sagst du auch die Wahrheit? Ja. Und was ist dann das hier? Das hat mir jemand geschenkt. Keine Flunkerei. Du weißt, dass du dich lügen darfst. Eine Lüge wird größer und größer, bis du ertappt wirst. Genau wie die Nase in deinem Gesicht. Aber wozu denn warten, wenn man etwas haben will? Warum soll man es sich nicht nehmen? Oje, wer sagt sowas? Du hast einen Rat von deinem Gewissen. Richtig, du bist mein Gewissen, Jimmy. In deiner Gegenwart würde ich nie lügen. Du musst brav sein, um ein richtiger Junge zu werden. Das hast du Geppetto doch versprochen, oder? Oh, weißt du, wo Vater ist? Ist er nicht bei dir? Jimmy, wir müssen Vater finden. Nicht so schnell. Da draußen lauern Gefahren und Versuchungen. Ich werde Geppetto suchen, also warte hier. Und diese Freunde werden mir dabei helfen. Tatsächlich? Gehen wir, Sora. Du hättest uns vorher fragen können. Du kannst noch zu Merlin gehen. Okay, aber hier kann ich nicht kaufen, ne? Bei... Oder Sid ist gerade nicht... Gerade eher so nicht so da. Aha. Wir können aus euren Reisen ungewöhnliches Neues machen. Lassen Sie es euch machen. Bringt einen Haufen Items von euren Reisen mit. Guck mal. Ach, scheiße. Mithrilerz. Ah, und ein paar Welpen. Sehr schön. Aha. Eines Tages bauen wir die Waffe aller Waffen. Bringt alle möglichen Items. Okay. Kann ich auch hier was machen? Die kommen. Ah ja. Ah, okay. Hier ist dann quasi das Schmieden. Und dann verkaufen, Tick, Trick und Track im anderen Laden noch Klamotten. Ja. Ah, ich verstehe. Okay. Kräftekette, Zauberring. Oh, meine Mega-Potion herstellen. Bringt das einmal eine Trophäe, wenn ich das habe? Obwohl, braucht man ja eigentlich nicht, ne? Eine Trophäe, da musst du alles geschmiedet haben. Ah. Kann man nur die 6 Sachen schmieden? Das wäre jetzt die Sache. Na dann. Was passiert, wenn ich das jetzt... 1 von 6. Ah, erstes Schmieden. Hey. Das ist einfach nur, weil mir die Sachen fehlen, wa? Oh, weia. Okay. Aber schmiede drauf los. MP werden wir da eh nicht alles sehen, okay. Wenn du meinst.
So. Ah, Schmiedelehrling. Ich, da oben ist eine kleine 3, wahrscheinlich, weil ich 3 Sachen geschmiedet habe. Okay, es gefällt mir, dass ich hier gerade ein paar Trophäen bekomme. Ich mag Trophäen. Nun gut. Haben wir das auch geklärt? Hier komme ich. Wo auch immer hin? Ah, ich verstehe. Hallo, Sid. Na? Aber so. Einkaufen? Was bringt mir das eigentlich hier, das hier zu kaufen? Bringt mir das irgendwas? Brauche ich irgendwas davon? Also, es würde mir ja natürlich irgendwas bringen, aber... Aha. Den Laden erreichst du vom Hauptplatz. Aha. Kauf nichts bei Sid, okay. Nicht bei dem Sid zumindest, nur beim Sid im Laden wahrscheinlich. Gut, das war ja der Laden mit Tick, Trick und Track, ne? Genau. Hallo. Ich bin teuer, wenn ihr so abends zu gehen. Leider bedeutet, wir geben keinen Verwandtschaftsrabatt. Okay, wo kann ich bei dir kaufen? Ah ja. Wie das aussieht, ey. So. Ah. Okay. Kauf nur das Beste für Donald und Goofy. Und erkenne ich, was das Beste ist. Erstmal die teuersten, ne? Magie quillt förmlich aus dem Schlag. Maximum MP steigt um ein Dings. Minus ein. Aha. Eine Trophäe, wenn du alle Waffen hast. Jeweils eine Trophäe pro Charakter. Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. Irgendwie sammle alle Stäbe und sammle alle Schilde oder so, ne? Und alle... Schwerter? Ja, okay, was ist denn jetzt das Beste quasi? Ich weiß es ja nicht. Wahrscheinlich der teuerste. Logischerweise, aber... Wieder zweimal für den gleichen Preis. Ich weiß ja nicht, wie die beiden spielen wollen, ne? Kauf das tiefste, okay. Ja. Kaufe ich zum ersten Mal, warte, leck mich am Sack. Was habe ich eigentlich so dabei, was ich mal verkaufen könnte, vielleicht? Irgendwas, sowas wie. Campbusted. Achso. Benutze ich ja wahrscheinlich genau sowas wie die Dinger, die brauche ich ja wahrscheinlich eh nie. Aber ich lasse es mal, ne? Ich wollte nur mal gucken. Das da, ne? Sieht auch schön aus. Ich kann mal gucken, ob da irgendwas Cooleres für die bei ist, was die irgendwie auch deutlich stärker macht. Habe ich jetzt Feuerring. Ein Flammenwall. Reißer ist zum Beispiel überall besser. Ich hab sogar noch einen Slot frei, Film Rammer so auf. Keine Ahnung, ich nehme aber mal irgendwas, ne? Guck gerade, ob man halt irgendwo was findet, was überall besser ist, ne? Wenn ja, dann nimmt man das natürlich. Ach, keine Ahnung. Geh dann mal ins Inventar, Truhe auf Schutzengel. Im anderen Laden kannst du noch, also es war's kaufen, Schutzengel kannst du anwenden. Okay. Aber ich dachte, kann nur im Menü benutzt werden. Ah, okay. Ah, okay. Ja, das benutze ich dann mal schön für mich selber, oder? Stimmt, das ist wie bei Final Fantasy 7, da gab es ja auch quasi die Punkte, die einen immer die Statuswerte erhöht haben. Gebe ich mir mal schön selber, ne? Das war schon mit einem LP mehr, richtig? Rittergrad? Nein. Achso, Abwehrgrad. Ja, komm. Okay, zack. Coole Sache.
Dann sind dir egal. Wohl wahr. Gut, dann ist die Folge geht übrigens schon 25 Minuten. Wir haben eigentlich nichts getan. Aber wir können nochmal in den Shop gehen. Vielleicht ist er jetzt wieder da. Sid oder irgendwer anders, der mir Sachen verkauft. Ist mir ja auch egal. Okay. Axel 8. Ich überlege mich. Zeit ist. Schönen Abend euch allen. Hallo. So. Ach Gott, hier kann man so einen Blödsinn kaufen. Was empfiehlst du mir? Je Geld gleich besser. Ja, ich kann mir aber nicht so viel leisten. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so viel Geld ausgeben will, um ehrlich zu sein. Ach, darauf, was du noch nicht hast. Ja, ja. Boah, weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie noch ausrüsten will. Hast gesagt, Geld ist kein Problem. Von daher gönne ich mir mal. Gönne ich mir das halt selber. So, was haben wir? Den Chaosring habe ich mir geholt, ne? Ändert gar nichts. Aber gut, ich habe da unten ja andere Werte. Sollte vielleicht auch auf die Werte da unten gucken, ne? Toll, nochmal Donkey-Schäden. Oh, ich bin bei Donald, stimmt. Du hast recht. Ups, wie ist das denn passiert? Wobei es eigentlich da ganz geil ist, wenn ich das schon... Hier, warte mal. Und das hatte denn da vorher? Scheiße. Du kriegst jetzt einfach mal... Da. Okay, das ist natürlich irgendwie nicht so geil. Aber das ist ganz geil. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das True war, was ich hier wollte. War eigentlich, warum nicht, ne? Ach komm, meine anderen sind mir egal. Hatten wir ja schon mal. Also die Stufe 25 und bei Goofy 27. Also scheinen wir doch nicht gemeinsam zu leveln. Du Lügner. Na gut, dann beende ich jetzt hier die Folge. Ist aber der Geld, du brauchst Geld sonst im Spiel nicht. Na gut, dann bin ich jetzt bei die Folge. Wir gehen dann in der nächsten Folge zu Merlin.